Hey Freunde, damit herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zurück zu diesem Video hier auf dem Kanal. Und ich dachte mir, es ist an der Zeit, wir bringen eine Serie auf diesen Kanal zurück, die ihr sehr vermisst habt. Denn ich dachte mir, es ist endlich mal wieder an der Zeit für schlechte FNAF-Games. Eine Serie, die lange nicht mehr auf dem Kanal kam, aber mit Abstand eine der beliebtesten Serien waren, die wir jemals hier hatten. Und es ist nun mal ein Fakt, dass auf jedes gute FNAF-Game, was es da draußen gibt, mindestens 10 schlechte kommen. Also haben wir mehr als genug Material für diese Serie. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video da, wenn ihr wieder mehr schlechte FNAF-Games sehen wollt. Da machen wir wieder so ein, zwei Folgen die Woche. Und heute starten wir rein mit dem Spiel, was den Namen trägt. Stopp, fangen den Satz neu an. Und zwar starten wir heute rein mit dem Spiel, das... Hä? Pass auf, wir spielen heute das Spiel, das heißt, One Night with Hector. So, fertig. Sah auf den Bildern auf jeden Fall ziemlich wild aus und ist auf jeden Fall auch richtig lustig. Deswegen nicht vergessen, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr mehr von schlechte FNAF-Games sehen möchtet. Allerdings fragt ihr euch ja bestimmt auch gerade, yo, Tjulfa, warum bist du nicht im Spielmenü? Ganz einfach, ihr erinnert euch doch bestimmt, vor 2 Tagen oder so habe ich ein Video gemacht, wo ich euch gesagt habe, dass der PC gesponnen hat. Er hat's wieder getan. Ich dachte letztes Mal, dem geht's gut und die Festplatte ist nicht das Problem. Hat sich rausgestellt, die Festplatte war doch das Problem und die ist komplett abgerauscht. Deswegen musste ich ein paar Sachen neu installieren, Windows neu aufsetzen, die Aufnahmeprogramme waren alle weg. Das heißt, ein paar Einstellungen sind verstellt. Und ich habe eben das Game aufgenommen und gesehen, ey, sieht zwischendurch ganz schön scheiße aus. Wundert euch also nicht, wenn die Qualität zwischendurch nicht so ist wie gewohnt. Das, muss so sein. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ab dem nächsten Video sollte dann alles wieder ganz normal sein. Ich musste erstmal alles wieder einstellen, aber alles halb so wild. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Und, ja, keine Ahnung. Film ab. Okay, wir sollen bis 6 Uhr überleben. Alles klar, soweit ist ja immer so. Okay, und das ist das Spiel. Oha. Oh, ist das der Telefonsound? Alright. Oh, aber coole Among Us-Referenz hier unten, ne? Hey there, Dave, buddy old pal. So, oh, wir haben auch Cams. Okay, das war ausnahmsweise mal kein Telefonguy, der uns Tipps gibt. Das war ein Telefonguy, der gesagt hat, yo, Bruder, du hast meinen Hut gestohlen. Ich werde dich fertig machen, ja? Er kommt jetzt, um uns zu holen. Ja? Vielleicht ein bisschen hart, nur wegen so einem Papphut, aber okay. Gut, wir gucken mal die Cams. Ich habe ja auf jeden Fall Cams. Hier unten sind wir. Hä, hey, okay, das sieht gar nicht so kacke aus, wie ich dachte. Okay. Das sieht schon ein bisschen kacke aus. Aber okay, nee, von den Bildern her sah es viel trashiger aus, als es eigentlich ist. Muss man ja ehrlich anerkennen. Yo, Lovel! Okay. Okay, wir gehen nochmal neu rein, Leute. Okay, das Büro sieht natürlich schon wirklich ultra, ultra... Nein, nicht ultra, ultra kacke, aber sagen wir, es hat seinen eigenen Stil, okay? Ansonsten auf den Cams sieht es wirklich mal gar nicht so schlecht aus, wie ich dachte. Allerdings weiß ich gar nicht... Wer uns da eben hops genommen hat und von wo? Hier läuft irgend so ein Otto durch den Gang. Der Gang führt zu uns. Hier ist niemand. Okay, der Raum hier ist egal. Der Raum hat mit uns einmal nichts zu tun. Also ich... Oh, warte mal. Hä? Hä, wenn man auf Light drückt, kommen ja einfach nur so schlecht gezeichnet. Hier drüben kommt wirklich Licht. Also soll das vielleicht bedeuten, dass das Licht hier drüben nicht geht? Okay, macht vielleicht Sinn. Warte mal, ist da rechts? Ich glaube, rechts ist jemand, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, warte, er ist hier. Hä? Der Raum hier ist halt der Hammer, ne? Okay. Heißt das Vieh nicht Hector oder so? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Sonic... Nee, das ist Tails, oder? Ich habe keinen Plan. Einfach Sonic-Charaktere in FNAF mal wieder. Man kennt es. Was ist da? Ach, hier ist nur irgendwas Schwarzes. Oh, da kommt jemand. Wir machen mal hier zu. Okay, die Türanimationen sind aber gut. Okay, ich muss ehrlich zugeben, Leute. Das Spiel ist nicht so trashy, wie ich dachte. Ich dachte, das ist einfach mal wieder so ein FNAF-Game, wo alles nur gezeichnet ist und aussieht wie der letzte Schrott. Aber das ist ja sogar gut. Also nicht gut, aber okay. Da kann man mit leben. Warte mal, ich mache hier mal kurz zu. Das ist...
das ist gar nicht mal so schlecht. Ne? Ich meine, klar, die Animatronics sehen ein bisschen komisch aus und auch ansonsten vom Artstyle her, aber eigentlich ganz cool. Ne? Ich meine, wir haben hier eine wilde Ente. Die ist böse. Hier haben wir einen Kaktus. Er ist blau. Ne? Wer wollte noch nie einen blauen Kaktus haben, Leute, ne? For real. Okay, wir, warte, wir gucken mal weiter. Okay, die sind jetzt hier oben. Ich glaube, der Kollege ist der, der seinen Hut wieder haben will, der ein bisschen angry ist, weil wir ihn abgezogen haben. Okay, er ist fucking schnell. Er hat einfach den Raum gewechselt, Speedy Gonzales-mäßig. Okay, Licht auf der rechten Seite ist immer noch kaputt. Okay, die Scares sind halt auch gut. Hä? Okay, es ist wirklich much better, als ich dachte. Aber das ist gut, das ist gut. Ich bin ja gern positiv überrascht immer von so FNAF-Games. Ist immer nice, wenn die viel besser sind, als man erwartet hat. Und das hier ist auf... Hey, auf den Bildern sah es so scheiße aus, ne? Auf den Bildern war einfach nur das hier. Und ich dachte so... Das ist es. Rein da. Oh, hey! Aber okay, wir checken das Spiel mal weiter aus. Wir versuchen einfach mal die erste Nacht zu überleben. Ich weiß nicht, wie viele Nächte hier drin sind. Ist auch mal wieder kein fertiges Spiel natürlich, sondern nur irgendeine Demo. Ich meine, das Spiel heißt One Night at Hector's. Ich gehe davon aus, dass es nur eine Nacht ist. Rein mathematisch gesehen sollte das stimmen. Okay, wir machen den mal wieder auf. Okay, auf dem Gang ist niemand. Wie sieht es im rechten Gang aus? Da ist auch alles clear. Allerdings vertraue ich den Kameras nicht, also mache ich die Tür trotzdem zu. Ansonsten vergeht die Zeit ziemlich langsam, oder? Die Zeit ist ziemlich slow. Gar nicht mal so schnell. Weil wir haben erst 2 Uhr. Und wir haben nicht mehr so viel Energie. Das ist immer schlecht. Immer nicht so gut. Okay, der Kollege ist hier oben. Wo ist denn der andere Otto? Der komische grüne Kerl ist nicht da, ne? Safe ist der rechts im Gang. Ich mach die Tür hier doch nicht auf. Bin bescheuert. Allerdings frage ich mich schon die ganze Zeit, was das hier in der Mitte ist. Ist das ein Lüftungsschacht, wo man durch... Okay, er ist da, da mache ich hier mal auf. Ist das ein Lüftungsschacht, wo man durch kann oder so? Ist es irgendwie so eine Art Verbindung zu diesem Raum? Das wäre nämlich nicht gut. Ich glaube, der ist hier im Gang, oder? Ich mache hier mal zu, der eine Kollege. Hä? Wieso vergeht die Zeit so langsam? Es ist immer noch 2. Okay, hier ist auch irgendwie so eine Musikbox. Müssen wir uns um die kümmern oder so? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Er ist schon wieder hier im Gang. Ja, moin, grüß dich. Hi. Er kommt doch schon wieder hier runter gleich, oder? Na gut, wenigstens haben wir mittlerweile endlich mal 3 Uhr. Aber wir müssen trotzdem noch eine Weile durchhalten. Alter. Ich wusste, dass er kommt. Okay, aber wie gesagt, das hier in der Mitte macht mir Angst. Safe ist das eine Verbindung nach hier drüben. Und safe müssen wir hier noch irgendwas mit der Musik machen. Ansonsten kommt, was auch immer da unten im Loch wohnt, bald da rausgekrochen. Yo, aber der Game-Over-Screen ist wieder ultra scheiße. Hä? Wo kam der denn jetzt her? Okay, ich würde einfach mal sagen, einen Versuch geben wir dem Ganzen noch, dass wir wenigstens die erste Nacht einmal durchspielen. Das wäre ja auch ein bisschen... Naja, ganz ehrlich, sind wir erst ein bisschen peinlich, ne? Wenn wir nicht mal die erste Nacht schaffen. Aber ich glaube, es ist ja auch nur einer... Ah, was ist mit ihm? Ist er auf einmal losgerannt oder was? Ich weiß es nicht. Wie kam er auf einmal hier rein? Ich meine, wir wurden safe von ihm gejumpscared. Ich sag den Namen nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie er wirklich heißt. Aber safe hat er uns hops genommen. Einfach ins Büro gerusht und uns einfach erwischt. Ich schätze mal, der funktioniert wie Foxy oder so, dass man ihn wirklich gut im Auge behalten muss, damit man dann später im richtigen Moment die Tür zumacht. Ich schätze mal, so oder so ähnlich funktioniert der Kollege. Keine Ahnung. Wir müssen einfach aufpassen. Und hoffen, dass wir es bis 6 Uhr schaffen. Diese Nacht geht halt auch ultra lang. So lange, wie diese Nacht dauert, ist insane. Okay, warte mal. Ist er jetzt hier rechts oder was? What? Okay. Wie sieht's hier so aus? Der chillt da und er chillt immer noch da. Alright. Alright. Oh, hey. Leute, chillt. Lasst mich in Ruhe. Okay, der eine Kollege ist jetzt weg hier drüben auf der Seite. Warte, ich mache hier mal kurz zu. Hab ein bisschen Angst. Ah, ne, der ist jetzt hier oben. Okay, wir können doch aufmachen. Er chillt ja hier. Der ist immer noch... War das eben schon durchgestrichen? War das... Stopp. War das eben schon durchgestrichen? Nee, ne? Streicht er das alles nach und nach durch? Und greift dann an?
Funktioniert der so? Könnte ja sein, oder? Dass er dann nach und nach seine To-Do-Liste abarbeitet und dann versucht, uns hops zu nehmen mit seinem Hundedackel-Kuhaugen-Eulenblick, so wie der guckt. Ui, ui, oh, das Licht geht doch? Wow, das Licht rechts geht doch? Hä? Wieso funkt das sonst immer nur, wenn wir drauf drücken? Keine Ahnung. Okay, wir machen mal wieder auf. Hier ist offensichtlich alles clear. Oh ja, er streicht definitiv Sachen durch. Okay, er arbeitet definitiv langsam seine To-Do-Liste ab und wird dann anschließend versuchen, uns anzugreifen. Hier sind auch noch Zettel hinter den Kameras. Seht ihr das? Muss er die auch noch durchstreichen? Oder kann er uns dann einfach angreifen? Wenn hier alles durchgestrichen ist. Das wäre ja schon wieder ein bisschen gemein fast, ne? Yo. Chill. Wir müssen eigentlich nur Türen checken. Und zwischendurch einfach mal bei dem Kollegen vorbeischauen. Ich glaube, mehr müssen wir nicht machen. Das sollte eigentlich einfach das System dieses Spiels sein, Leute. Hin und wieder links gucken, hin und wieder rechts gucken. Zwischendurch den Kollegen hier checken, ob er seine To-Do-Liste abarbeitet und ob er uns schon angreifen möchte oder nicht. Weil er wird uns safe angreifen, wenn er alles durchgestrichen hat. Safe. So funktioniert er. So funktioniert das Vieh. Tails, der Fuchs. Funktioniert genau so. Okay. Vor allem sein Name ist ja Fuchs. Heißt der Fuchsi? Tails the Fox? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, so heißt er in Sonic. I don't know. Aber das würde erklären, warum er so ist, wie er ist. Ich meine, er ist ein Fuchs. Also verhält er sich vermutlich wie Foxy. Allerdings, oh doch, er hat jetzt noch was durchgestrichen. Ich wollte gerade sagen, er hat jetzt schon eine Weile nichts mehr durchgestrichen. Aber, und jetzt hier unten, blablabla, Hector. Ich mache hier mal zu, ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Streicht er das auch noch durch? Und kommt dann zu uns? Oder nicht? Ich meine, seine Cam ist hier drüben, Cam 6. Er kommt safe von hier drüben. Ich lasse die Tür mal kurz zu. Vielleicht können wir ihn abwehren oder so. Keine Ahnung. Okay, wir haben 3 Uhr nachts. Was ist mit ihm? Will er los? Hat er Stress? Okay, wir müssen jetzt einfach diese Cam öfter checken. Vielleicht können wir ihn auch verlangsamen, so wie Foxy. Wenn wir die Cam einfach öfter checken. Vielleicht funktioniert das ja, aber keine Ahnung, ob es funktioniert. Man sieht ja nicht, ob er sich fortbewegt oder nicht. Man sieht nur, ob er da Sachen durchstreicht oder nicht. Oh, er ist los, er ist los. Er ist los. Wo ist er? Oh, er hat angegriffen. Und jetzt ist er wieder hier. Und seine To-Do-Liste wurde zurückgesetzt. Okay. Okay. Wir müssen also wirklich einfach nur ihn im Auge behalten, während er seine To-Do-Liste macht. Und wenn er nicht mehr da in seinem Raum ist, einfach Türen zu. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Seite er angegriffen hat. Ich schätze aber mal von rechts. Alles andere würde ja keinen Sinn ergeben. Okay. Wir sollten es jetzt durchschaffen. Ich meine, wir wissen jetzt, wie alle funktionieren, oder? Falls jetzt nicht einfach so noch irgendeine Animatronic auftaucht, die versuchen wird, uns das Leben hier drin schwer zu machen, sollten wir einfach durchkommen, ne? Ja, ich denke mal, das sollte klar gehen. Hi, grüß dich. Oh, wir haben schon 4 Uhr. Sehr gut. Das sieht doch nice aus. Oh, hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier in der Mitte, Leute. Hä? Was ist das hier? Was ist das? Was ist das? Hä? Er hat noch nichts durchgeschrien. Was ist das hier? Irgendwas ist hier in der Mitte. Es ist ein Schacht, oder? Es ist ein Schacht und irgendwas kommt da jetzt durch, um uns zu schnappen, oder? Ist es nicht so? Oh! Habt ihr das gesehen? Was war das? Was war das? Was war das? Oh, da war irgendwas. Irgendwas war da auf Cam 3. Holy smokes. Yo, what the hell? Ah! War das ein Zauberer? Was? Auf einmal tauchten... Hä, es war doch... Hä? Okay, Freunde, das war One Night with Hectors. Ich werde das nicht weiterspielen, hä? Wir steigen endlich dahinter, wie alle Animatronics funktionieren. Auf einmal taucht ein Zauberer auf, der aussieht wie ein Roblox-Charakter und uns angreift. What? Verstehe ich nicht. Okay, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer sehen wir uns natürlich gerne im nächsten Video hier auf dem Kanal wieder. Wie immer, samstags 14 Uhr, FNAF-Stream. Kommt gerne vorbei.
Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tjulfa verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.